Vielen Dank, geschätzte Medienschaffende, liebe Gäste, lieber Stefan Widrig und lieber Dieter Frank. Ich begrüße Sie ganz herzlich zur heutigen Medienkonferenz. Sie kennen es, jedes Jahr präsentieren wir Ihnen im Dezember den Flughafenbericht vom Vorjahr. Und im Mittelpunkt steht dann jeweils der sogenannte ZFI, der Zürcher Fluglärmindex. Meine Damen und Herren, aufgrund des breiten Interesses am Thema heute aus allen Landesteilen haben wir uns entschieden, heute Hochdeutsch zu sprechen. Sie alle wissen es, wir befinden uns nach wie vor in einer Pandemie und für den Zürcher Flughafen und auch die Luftfahrt befinden wir uns in der größten Krise, seit es den Zürcher Flughafen gibt. Darum haben wir uns entschieden, auch dieses Jahr die Medienkonferenz zusammen mit den beiden CEOs der Flughafen Zürich AG, Stefan Widrig, und von der Swiss, Herr Dieter Frank, durchzuführen und Ihnen nicht nur den ZFI zu präsentieren, sondern Sie auch über die Aktualitäten in der Luftbranche zu informieren. Ganz kurz zum Ablauf. Bevor ich mich zum Fluglärm und Strategiecontrolling äußere, möchte ich ein paar kurze Ausführungen zur Covid-19-Pandemie und zu den Auswirkungen auf den Zürcher Flughafen und die Flughafenregion machen. Nach mir wird Herr Stefan Widrig aufzeigen, wie die Flughafen Zürich AG diese Krise erlebt und wie sie auch gemanagt wird. Anschließend präsentiert Ihnen Herr Dieter Frank die großen, die riesigen Herausforderungen, mit denen die Swiss leider nach wie vor zu kämpfen hat. Und zum Schluss werde ich da noch einmal zusammenfassende Äußerungen machen und selbstverständlich stehen wir Ihnen für Fragen im Anschluss daran zur Verfügung. Auch heute anwesend ist Herr Marc Denler, er sitzt hier. Er leitet bei uns im Amt für Mobilität die Abteilung Flughafen Luftverkehr. Ja, geschätzte Damen und Herren, vor rund 20 Monaten sind mit Corona auch für den Flughafen Zürich dunkle Wolken am Horizont aufgezogen. Wer hätte gedacht, dass es auf der ganzen Welt und auch innerhalb von Europa zu Grenzschließungen kommen könnte? Dass Länder monatelang dicht machen, dass es kaum mehr Flugverbindungen geben würde, weder interkontinental noch innerhalb von Europa. Ich mindestens hätte mir das nicht vorstellen können. Es ist ein Schock gewesen für eine ganze Branche, und zwar weltweit. Und davon betroffen sind nicht nur die Flughäfen und die Airlines, sondern zahlreiche Unternehmen, die im Tourismus tätig sind oder vom Tourismus und vom internationalen Reiseverkehr abhängig sind, wie Hotels, Restaurants, Reisebüros, aber auch der Detailhandel, Kulturbetriebe, Konzertveranstalter, Bars und Clubs. Auch wenn wir in der Schweiz und in Zürich im laufenden Jahr eine starke wirtschaftliche Erholung erleben durften, leiden der internationale Reiseverkehr und das Ökosystem Flughafen noch immer unter den Folgen der Pandemie. Und das wird wohl noch länger, meine Damen und Herren, leider so bleiben. Gerade auch, wenn man die Entwicklungen der letzten Tage sieht. Schauen wir zusammen nochmals zurück auf das Jahr 2020, das erste Jahr von der Pandemie. Das ist auch das Jahr, in dem wir den ZFI berechnet haben, den ich Ihnen heute präsentiere. Im Januar und Februar haben sich die Passagierzahlen eigentlich noch auf ganz normalem Vorjahresniveau bewegt. Mit dem Lockdown im März hat die Talfahrt eingesetzt. Und in den Monaten April und Mai ist der Flughafen Zürich fast stillgestanden. Sie sehen das hier auf der Folie. Die Aviatik hat sich von diesem Schock und den vielen Reisebeschränkungen und den ständig wechselnden Auflagen im internationalen Reiseverkehr kaum mehr erholen können. Insgesamt hat der Flughafen Zürich 2020 wegen der Pandemie einen Passagiereinbruch von knapp 75% verzeichnet.
Die Auswirkungen haben sich auch statistisch in den Kurzarbeitszahlen niedergeschlagen. Auf dieser Folie sehen Sie den Verlauf von der Anzahl Unternehmungen mit Kurzarbeit in der Flughafenregion im Vergleich zum ganzen Kanton. Während dem Lockdown im April 2020 sind rund 4.200 Unternehmen in der Flughafenregion in Kurzarbeit gewesen. Dies entspricht rund einem Viertel von allen Unternehmen in den beiden Bezirken. Im gesamten Kanton Zürich hingegen nur, meine ich Anführung und Schlusszeichen, ein Fünftel von allen Unternehmen in Kurzarbeit. Wie bereits einleitend gesagt, die Auswirkungen von der Krise im internationalen Luftverkehr gehen weit über die Flughafenregion hinaus. Nebst der Verkehrsbranche ist das Jahr 2020 insbesondere auch für die Gastronomie und für die Hotellerie, ich sage es deutsch und deutlich, ein Jahr zum Vergessen gewesen. Die Beherbergungsbranche hat in der Corona-Krise den stärksten Einbruch aller Branchen erlitten. Bei den Logiernächten ist es im Kanton Zürich 2020 zu einem Rückgang von 67% gekommen, während im Gesamtschweizer Durchschnitt der Rückgang im Schnitt 40% betragen hat. Der Städtetourismus leidet also stärker unter der Corona-Krise als der Tourismus in den Bergen. Auch im August 2021 ist die Zahl der Logiernächte im Kanton Zürich noch immer fast 40% unter dem Vorkrisenniveau von 2019. In der restlichen Schweiz hat die Differenz nur noch 3% betragen. Also gesamtwirtschaftlich betrachtet dürfte die Wertschöpfung vom Kanton Zürich in diesem Jahr das Niveau von 2019 bereits wieder übersteigen. Das gilt allerdings nicht für den Tourismus und die vom Tourismus abhängigen Branchen. In der Gastronomie gehen wir davon aus, dass die Erholung noch mindestens ein weiteres Jahr und in der Beherbergungsbranche noch mindestens 2 weitere Jahre dauern wird. Wenn sich die Verkehrsbranche wieder vollständig erholen wird und wann das der Fall ist, das, meine Damen und Herren, ist heute noch ungewisser, als es vorher war. Die Wertschöpfung dürfte sicher noch unsere Prognose bis mindestens 2025 unter dem Niveau von vor der Pandemie verbleiben. Mit einer Wertschöpfung von 2,34 Milliarden Franken ist die Tourismusbranche ein wichtiger Pfeiler der Zürcher Wirtschaft. Und mit 6,5 Millionen Logiernächte vor der Krise ist unser Kanton eigentlich die größte Tourismusregion der Schweiz. Ich setze mich deshalb dafür ein, dass auch der Städtetourismus mindestens von den gleichen Rahmenbedingungen profitieren kann wie die meisten Bergregionen, zum Beispiel mit Tourismuszonen, damit auch die städtischen Gebiete ihr Angebot selbstständig ausgestalten können. Aus höchst aktuellem Anlass, meine Damen und Herren, möchte ich noch die neuesten Entwicklungen in den letzten Tagen zum Reiseverkehr darauf eingehen. Seit Frühling 2021 hat sich dank dem Einsatz von COVID-Zertifikat der internationale Reiseverkehr immerhin ein bisschen erholen können. Dass der Bund jetzt wieder für Einreisende aus verschiedenen Ländern Quarantäne verordnet, nehme ich, wie übrigens gestern der Vorstand der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz, wo ich Vizepräsidentin bin, mit großer Besorgnis für den Schweizer Tourismus angesichts der Weihnachtsferiensaison zur Kenntnis. Das wird den Tourismus, die ganze Branche, auch in der Hotellerie, und zwar in den Städten und auf dem Land, das ist mir wichtig zu betonen, es betrifft die ganze Schweiz, das wird zu Einbußen führen. Wenn man zuerst 10 Tage in Quarantäne muss, dann kommt niemand mehr über Weihnachten in die Schweiz. Entsprechend haben wir uns auch im Vorstand der Volkswirtschaftsdirektorenkonferenz gestern an den Bundesrat gewandt.
Dem Vorstand der Volkswirtschaftsdirektoren ist es wichtig, dass man sicher reisen kann. Das ist ein hohes Anliegen. Und zu einem sicheren Reisen gehört unbestrittenermaßen das Covid-Zertifikat. Zur Erinnerung, vor einem Jahr hatten wir dieses Zertifikat, an Weihnachten noch nicht. Und zu einem sicheren Reisen gehören auch Schutzmaßnahmen, Hygienemaßnahmen im Flugzeug, in unseren Zügen und in unseren Bussen. Und allenfalls auch eine erweiterte Teststrategie mit Blick auf Omikron ist angebracht. Aber mit einer Reisequarantäne trotz vorhandenem Zertifikat bricht der Tourismus wieder zusammen. Und das sind erhebliche volkswirtschaftliche Schäden, die den Nutzen von so drastischen Maßnahmen übersteigen. Jetzt aber zuerst, wie gewohnt, noch zum Fluglärmcontrolling 2020. Wie gesagt, 2020 geht für den Flughafen Zürich in die Geschichte ein. Nach einem extrem erfolgreichen 2019 mit einem Passagierrekord von 31,5 Millionen Menschen ist der Flughafen im letzten Jahr zeitweise fast stillgestanden. Die Flugbewegungen sind um 60% zurückgegangen, in der Nacht sogar um 76%. Und das hat natürlich Auswirkungen auf den ZFI. Und es hat deutliche Auswirkungen auf den ZFI. Gegenüber 2019 ist die Anzahl Personen, die am Tag und in der Nacht vom Fluglärm betroffen gewesen sind, um 73%, meine Damen und Herren, um 73% zurückgegangen. Insgesamt liegt der ZFI-Monitoringwert 2020 mit 15.500 Fluglärmbetroffenen 67% unter dem Richtwert. Ebenfalls erfreulich ist die Einhaltung der Nachtflugordnung. Zwischen 11 Uhr in der Nacht und 6 Uhr am Morgen haben 86% weniger Flüge stattgefunden. Und wir haben keine Meldungen ans Batzel machen müssen. Die Abweichung von den An- und Abflugrouten sind nicht zu verwechseln mit den Verstößen gegen die Nachtflugordnung. Hauptgründe für die Abweichungen im Pandemiejahr sind die vielen ausgefallenen Linienflüge, die durch Geschäftsflüge oder eben sehr viele Frachtflüge ersetzt worden sind. Bei den Abweichungen, die wir festgestellt haben, hat es sich um Pilotinnen und Piloten gehandelt, die sich mit dem örtlichen Lärmschutz- und Abflugverfahren nicht so gut ausgekannt haben. Voilà, Sie sehen hier das ZFI Monitoring in der Zeitreihe. Die rote Linie ist der Richtwert von 47.000 vom Fluglärm stark belästigten, gestörten Personen. Die grüne Säule weist die am Tag, das ist 6 bis 22 Uhr, durch den Fluglärm im Wachzustand stark belästigten Personen aus. Und die gelbe Säule, die in der Nacht, das ist 22 Uhr bis 6 Uhr, durch den Fluglärm im Schlaf stark gestörten Personen. Sie sehen, 2020 tanzt aus der Reihe. Die Berechnungen der EMPA ergeben, dass am Tag 65% weniger und in der Nacht 86% weniger Personen vom Fluglärm stark belästigt respektive gestört gewesen sind als 2019. Aber sehr wichtig, meine Damen und Herren, erscheint mir an dieser Stelle nochmals zu betonen, dass der ZFI-Monitoringwert bereits 2018 und 2019 rückläufig gewesen wäre. Rückläufig gewesen ist und das trotz Passagierrekorden. Das heißt, wir sind eigentlich auf gutem Weg, wir waren auf gutem Weg, um unser Anliegen weiter zu verfolgen. Denn ganz ehrlich, ich sage es Ihnen hier ziemlich unverblümt, ich hätte sehr gerne den ZFI zum ersten Mal dank den verschiedenen von uns zusammen mit den Partnern eingeleiteten Maßnahmen unterschritten. Ich hätte Ihnen das jetzt sehr gerne erzählt. Das hätte ich Ihnen gerne verkünden wollen. Und nicht, dass dies der Fall sei wegen einer Pandemie, die Arbeitsplätze vernichtet und unseren Wirtschaftsstandort schwächt.
Zur Erinnerung, in diesem Zusammenhang, vor knapp 2 Wochen hat der Kantonsrat das Postulat betreffend Neuausrichtung ZFI abgeschrieben. Wir haben aufzeigen können, dass die seit Jahren aufgegleisten Maßnahmen zur Senkung des ZFI Wirkung entfalten und dass auch die gewünschte Siedlungsentwicklung möglich ist. Gründe dafür sind vor allem die passiven Schallschutzmaßnahmen und dank Investitionen der Airlines, allen voran der Swiss, in lärmgünstigere Flugzeuge ist der ZFI, wie ich gesagt habe, bereits vor der Pandemie trotz mehr Passagieren am Flughafen gesunken. Und ein wichtiger Beitrag haben sicher auch die neuen Lärmgebühren im Herbst 2019 eingeführt, geleistet. Das war sicher auch ein wichtiger Beitrag zur Reduktion des ZFI-Monitoringwerts. Und noch ein paar Worte zum Strategiecontrolling. Der Kanton Zürich ist ja der größte Minderheitsaktionär der FZ AG und hält rund 1/3 der Aktien. Und das verschafft dem Kanton Zürich den gemäß Flughafengesetz erforderlichen Einfluss. In seiner Eigentümerstrategie für den Flughafen hat der Kanton die 4 Bereiche, die Sie hier auf der Folie sehen, strategisch formuliert. Die FZ AG hat auch 2020, und ich muss sagen, in diesem schwierigen und für die Luftfahrt historischen Jahr unsere Erwartungen in allen 4 Bereichen erfüllt. Ganz besonders freut die Regierung der sehr gute Platz in Bezug auf die Qualität. Auf den ersten Blick scheint der 7. Platz weltweit vielleicht nicht so eindrücklich zu sein, aber, meine Damen und Herren, alle Flughäfen auf den Plätzen 1 bis 6 sind viel, viel jünger und sind sozusagen auf der grünen Wiese erbaut worden und sind nicht in einem so dicht besiedelten Gebiet, wie wir es haben und trotzdem den Rang 7 erreicht haben. Der Flughafen Zürich hingegen ist seit über 70 Jahren, wie ich es gesagt habe, am gleichen Standort. Er ist kontinuierlich erweitert worden und er ist heute, und ich denke, darauf dürfen wir stolz sein, da bin ich stolz, auf dem neuesten Stand. Und damit übergebe ich jetzt sehr gerne dir, Stefan Widrig, das Wort weiter. So, guten Morgen, geschätzte Medienschaffende, auch von meiner Seite. Die Volkswirtschaftsdirektorin hat es in ihrem einleitenden Teil zur Pandemie eindrücklich dargelegt. Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass wir Grenzen schließen müssen, sogar in Europa, und das aufgrund von Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln der internationale Reiseverkehr über eine sehr lange Zeit fast vollständig zum Erliegen kommt, mit den bekannten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen. Und kaum dachten wir, dass wir diese verrückten Zeiten hinter uns gelassen haben, sind wir schon wieder mittendrin mit ähnlichen Reflexen, die Pandemie an der Landesgrenze stoppen zu wollen, aber glücklicherweise eigentlich viel besseren Instrumenten und Wissen über das Virus. Ich hoffe sehr, wir werden dieses Mal die zur Verfügung stehenden Instrumente so nutzen, dass die Dauer der Einschränkungen und damit auch der wirtschaftliche Schaden für Tourismus und Wirtschaft deutlich minimiert werden kann. Darauf komme ich später zu sprechen und werfe zuerst noch einen Blick zurück. Ich beginne mit unserer Fieberkurve. Entschuldigung, Hanna. Ich beginne mit unserer Fieberkurve. Den täglichen Passagierzahlen am Flughafen Zürich seit Ausbruch der Pandemie hatten wir im Jahr 2020 rund 3/4 weniger Passagiere am Flughafen Zürich verglichen mit der Vor-Corona-Zeit. So werden es in diesem Jahr 2021 immer noch rund 2/3 weniger Passagiere sein, also knapp 10 Millionen Passagiere anstelle der üblichen gut 30 Millionen. Die Erholung, die wir ab Sommer dieses Jahres gespürt haben, hat dazu geführt, dass im 3. und 4. Quartal immerhin schon wieder etwa halb so viel Passagiere gereist sind wie vor der Pandemie. Wir sind von einer weiteren schrittweisen Erholung im kommenden Jahr ausgegangen. Dies ist nun aber zumindest
für das erste Quartal im kommenden Jahr wieder völlig offen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass Quarantänevorschriften jegliches Reisen verunmöglichen, während Tests und Impfung von den Reisenden mittlerweile gut akzeptiert werden. Auch Masken werden konsequent am ganzen Flughafen wie auch im Flugzeug getragen. Betrieblich war in den letzten 12 Monaten extrem viel Flexibilität gefordert, mit ständig ändernden Regeln an beiden Enden der Reise und sehr kurzfristigem Buchungsverhalten. Insgesamt sind wir aber angesichts dieser Herausforderungen zufrieden mit der Qualität, wie wir sie zusammen mit allen Flughafenpartnern trotz schwieriger wirtschaftlicher Lage bereitstellen konnten, und schätzen es, dass dies auch die Volkswirtschaftsdirektion in ihrer Jahresbeurteilung so sieht. Wir stellen die Flughafeninfrastruktur bereit und koordinieren den Betrieb am Boden. Daneben tragen viele relevante Systempartner ebenso zum einwandfreien Betrieb am Flughafen bei, bei insgesamt 280 Firmen mit ihren rund 25.000 Mitarbeitenden. Wir erachten die wirtschaftliche Situation bei den Partnerfirmen als stabil, auch wenn fast alle Partner derzeit Verluste schreiben. Entscheidend war dabei auch die Bereitstellung und Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung und das unbürokratische Handeln des Amtes für Wirtschaft und Arbeit bei der Abwicklung der ungeahnt vielen Gesuche. Dies hat enorm geholfen, dass es bisher nur zu sehr wenigen Entlassungen im gesamten Ökosystem Flughafen gekommen ist. Ebenso trugen die Finanzgarantien des Bundes gegenüber Swiss und SR Technik zur Systemstabilität bei, weil sie in einer entscheidenden Phase Sicherheit für alle gaben. Aktuell ist die größte Herausforderung die Unsicherheit über die abzufertigenden Volumen in der nahen Zukunft und die daraus abzuleitende Ressourcenplanung. Mit den aktuellen Entwicklungen sind die Passagiere noch mehr verunsichert und das Buchungsverhalten wird nochmals kurzfristiger. Ebenso ist völlig offen, welche Kapazitäten über den Winter bereitgestellt werden sollen. Wir hoffen, dass die Kurzarbeit weitergeführt werden kann, wenn die Situation sich nicht verbessert und die Erholung sich weiter verzögert. Daneben sind eine Vielzahl von je nach Land unterschiedlichen Prozessen zu befolgen beim Check-in und am Gate, die zu mehr Aufwand und auch zum Teil zu längeren Wartezeiten führen. Wir geben aber alle unser Bestes, den Betrieb auch in diesen Zeiten so gut wie möglich abzuwickeln. Ich komme zur Flughafen Zürich AG und unserer finanziellen Situation. Die Erträge bei uns bewegen sich mehr oder weniger proportional zum Passagieraufkommen und sind entsprechend auch im aviatischen Bereich komplett eingebrochen. Und gleichzeitig müssen wir die Infrastruktur, die gleich groß ist, aufrechterhalten, pflegen, unabhängig von der Anzahl Flügen, die wir abfertigen. Daraus resultierte im letzten Jahr ein Rekordverlust in der Geschichte der Flughafen Zürich AG, und auch dieses Jahr werden wir rote Zahlen schreiben. Ab rund 25% Passagiervolumen gegenüber vor Corona nehmen wir mehr Geld ein, als wir ausgeben. Damit haben wir dann aber noch keine Investitionen in die Erneuerung der Infrastruktur getätigt, auch keine Rendite auf das investierte Kapital erzielt, geschweige denn Dividenden oder Steuer gezahlt. Der Fokus in der Anfangszeit lag vor allem darauf, genug Liquidität sicherzustellen, um jederzeit einen geregelten Betrieb zu haben. Dafür haben wir 900 Millionen Franken an zusätzlichem Kapital am privaten Obligationenmarkt aufnehmen müssen. Gleichzeitig haben wir unsere Investitionen um rund 50% und die Betriebskosten um 30% reduziert. Wir haben die Dividendenzahlungen ausgesetzt und sind zu einer rollenden Planung übergegangen, um flexibler und schneller reagieren zu können. Weitere Faktoren haben geholfen, dass wir diese Krise unabhängig und aus eigener Kraft bewältigen können. Wir haben in den letzten 2 Jahrzehnten mit dem Kommerz- und Immobiliengeschäft neue Geschäftsfelder erschlossen, die weniger stark vom volatilen Fluggeschäft abhängen. Mit unseren Auslandkonzessionen in Brasilien und in Indien
sind die Auswirkungen auf den Luftverkehr aktuell zudem weniger stark, weil dort der Inlandverkehr eine viel größere Rolle spielt und dieser weniger stark eingebrochen ist. Ebenso entscheidend war natürlich, dass wir mit einer sehr hohen, soliden Kapitalbasis und einer hohen Eigenkapitalquote ausgestattet gewesen waren, als die Krise begann. Heute beträgt unsere Eigenkapitalquote noch 47%. Dies ist zwar deutlich weniger als vor der Krise, aber immerhin noch genug, um auch die neuesten Turbulenzen auszuhalten. Auf der Grafik unten sehen Sie, dass wir derzeit davon ausgehen, etwa im Jahr 2025 wieder zurück bei den Passagierzahlen zu sein, wie sie vor Corona waren. Bereits in den nächsten Jahren wollen wir zudem die Verschuldung wieder abbauen, um auch für künftige Krisen wieder gleich robust zu sein. Das braucht aber auch eine verhältnismäßige Politik rund um die Reisebeschränkungen, die im Moment gerade wieder aus dem Ruder zu laufen drohen. Womit wir bei Omikron angelangt sind, es ist für uns absolut nachvollziehbar, dass die Behörden aktuell schärfere Maßnahmen ergreifen müssen, weil sich die Lage derzeit wieder zuspitzt und zudem rund um die neueste Mutation zusätzliche Unsicherheit herrscht. Wir sind heute in einer deutlich besseren Lage als beim Ausbruch der Pandemie, weil wir nicht nur das Virus besser kennen und eingrenzen können, sondern auch über Tests, über wirksame Impfstoffe und über genügend Masken verfügen. Deshalb können wir heute auch viel differenziertere Maßnahmen treffen, als einfach das wirtschaftliche Leben lahmzulegen, wie es vor 2 Jahren geschehen musste. So wie wir im Inland alles daran setzen, einen erneuten Lockdown zu vermeiden, so sind im internationalen Reiseverkehr auch pauschale Reisebeschränkungen und Quarantänen um jeden Preis zu vermeiden, damit die Reise- und Tourismusindustrie nicht erneut in einem wirtschaftlichen Tsunami landet. Die letzte Woche vom Bund verfügten pauschalen Reisebeschränkungen und Quarantäneregeln gehen deutlich weiter als in allen Nachbarländern der Schweiz und sind derzeit das restriktivste Regime in ganz Europa, bei gleichzeitig offenen Grenzen zu unseren Nachbarländern auf dem Landweg. Auch die WHO rät von pauschalen Reisebeschränkungen ab und innerhalb des Schengen-Raumes machen Reiseverbote und Quarantänen ohnehin generell wenig Sinn, weil die Grenzregionen überall eng miteinander verflochten sind. Aus definierten Ländern bzw. dort, wo eine erhöhte Gefahrenlage diagnostiziert wird, kann jederzeit eine erweiterte Testpflicht verfügt werden. Wer fliegt, unterliegt zudem heute schon einer strikten Maskentrag- und Zertifikatspflicht. Viele Länder verlangen zudem heute schon zwingend eine Impfung für diejenigen Personen, die fliegen wollen und kein ärztliches Attest haben. Wir hoffen doch sehr, dass der Bundesrat hier schnell die verfügten Maßnahmen anpasst, sodass auch rund um das Reisen und den Tourismus eine verhältnismäßige Abwägung stattfindet. Verstärkte Tests statt Quarantäne heißt hier das Losungswort rund um Omikron. Sind wir noch bei den langfristigen Auswirkungen von Corona auf die Luftfahrt? Wir rechnen damit, wie vorhin aufgezeigt, dass sich der Luftverkehr bis 2025 wieder erholen wird. Dass die Luftfahrt global wächst, ist vor allem auf unsere Internationalität, das Bevölkerungswachstum und das Wirtschaftswachstum zurückzuführen. Die Schweiz als Exportnation verdient jeden 2. Franken im Ausland und wir hoffen doch alle auch, dass unsere vom Außenhandel abhängigen Branchen wie Export und Tourismus weiter wachsen können. Die Szenarien des Bundes und aller Kantone gehen auch von einem weiteren Bevölkerungswachstum in der Schweiz aus
und dass unsere persönlichen und wirtschaftlichen Beziehungen immer internationaler werden, wird auch Corona nicht ändern. Deshalb gehen wir ja auch davon aus, dass die internationale Mobilität mittelfristig wieder zunehmen wird. Innerhalb der einzelnen Reisesegmente, wie auf der Folie auch aufgezeigt, kann es sehr wohl zu Verschiebungen kommen. Insbesondere die eintägige Geschäftsreise in Europa für ein paar Stunden Meeting wird man künftig durch ein Online-Meeting ersetzen. Denkbar auch, dass aufgrund einer erhöhten Klimasensibilisierung private Wochenendreisen stärker hinterfragt werden. Aber das Bedürfnis nach persönlichem Austausch mit Verwandten und Freunden, nach einem warmen Strand oder das Erkunden ferner Länder, das wird bleiben. Wird weiter geflogen, dann wird uns auch der Lärm weiter beschäftigen. Ich möchte vertiefend zu den Ausführungen von Frau Regierungsrätin Walker Späh anhand dieser Folie noch aufzeigen, wie sich die ungeliebten Starts nach 23 Uhr am Flughafen Zürich seit 2018 entwickelt haben. Die letzten Flüge am Abend betreffen ja vor allem Langstrecken, die wegen den Zeitzonen nur dann stattfinden können. Noch vor der Pandemie haben wir einerseits zusammen mit der Swiss im Rahmen von Kite-10-Workshops weitere Optimierungen bei der Abfertigung gesucht und gefunden. Und andererseits haben wir die Lärmgebühren erhöht. Dies in Kombination hat dazu geführt, dass insgesamt die verspätungsbedingten Abflüge nach 23 Uhr reduziert werden konnten. Sie sehen in Gelb die Anzahl Starts pro Tag nach 23 Uhr im Monatsschnitt im Jahr 2018, in Blau das Jahr 2019. Außer im Januar, wo es deutlich mehr Schneetage gab, im 2019 konnte in jedem Monat nochmals eine Verbesserung auf bereits sehr hohem Niveau erzielt werden. Die letzten beiden Jahre in Schwarz und Grau sind natürlich nicht mehr aussagekräftig. Mit der Erholung im Luftverkehr, die dann doch hoffentlich irgendwann einmal einsetzen wird, gehen wir davon aus, dass auch die Flüge nach 23 Uhr wieder leicht zunehmen werden, weil die Luftfahrt nun mal von Wind und Wetter abhängt und Sicherheit oberstes Gebot ist. In jedem Fall wollen wir aber an den Erfolgen der Optimierungen vor Corona anknüpfen, auch wenn wieder mehr Verkehr herrscht. Ergänzend möchte ich noch betonen, dass wir am Flughafen Zürich bereits heute die strengste Nachtflugregelung aller vergleichbaren Drehkreuze in Europa haben und die Nachtruhe heute 2 Stunden länger ist, als sie noch vor 20 Jahren war. Ebenso soll weder Corona noch das abgelehnte CO2-Gesetz als Grund dienen, unsere Bestrebungen rund um den Klimaschutz zu reduzieren. Rund um die Infrastruktur am Boden bilden für uns die Vorgaben des Pariser Klimaschutzabkommens den verbindlichen Rahmen. Dieses gibt das Ziel vor, bis 2030 unseren absoluten CO2-Verbrauch gegenüber 1990 zu halbieren. Die Schweiz ist noch weit davon entfernt, im Gebäudebereich dieses Ziel zu erreichen. Am Flughafen Zürich ist es bereits umgesetzt. Wir haben nun auf freiwilliger Basis darüber hinaus einen weiteren verbindlichen Absetzungspfad mit definierten Maßnahmen festgelegt, wie wir spätestens im Jahr 2050 ohne jegliche fossile Energie unsere Infrastrukturen am Boden betreiben werden. Was den Treibstoff der Airlines betrifft, ist aus unserer Sicht eine Harmonisierung mindestens auf europäischer Ebene zwingend, weil Luftfahrt per se über Grenzen stattfindet und wir ja nicht die Wertschöpfung im Inland schwächen wollen gegenüber der Konkurrenz im Ausland. Das wäre definitiv nicht im Sinn des Klimas. Wir unterstützen auch eine schrittweise Erhöhung der Beimischpflicht von alternativen Treibstoffen, den Sustainable Aviation Fuels, wie sie die EU vorschlägt. Damit wird das Fliegen zwar teurer, aber die zusätzlichen Mittel fließen direkt in eine Reduktion des CO2-Verbrauches der Luftfahrt.
und tragen damit auch zu unseren übergeordneten Zielen bei. Eine rein steuerliche Abschöpfung, wie sie beim CO2-Gesetz vorgesehen war, lehnen wir weiterhin ab. Einen weiteren Tatbeweis, dass es uns mit der Klimaneutralität ernst ist, haben wir auch mit dem Circle erbracht, der als größtes Bauprojekt der Schweiz der letzten Jahre die höchsten Umweltlabels erreicht hat und ganz ohne CO2 im Betrieb auskommt. Auch sonst war dieses Projekt eines der wenigen positiven Highlights in der Pandemie. Die Kosten sind im Griff. Wir haben 85% der Flächen fest vermietet an erstklassige Mieter. Und es ist ein schönes neues Quartier entstanden am Flughafen, das uns zudem noch unabhängiger macht vom volatilen Fluggeschäft. Und auch der angrenzende Park macht Freude. Dort findet derzeit ein Licht- und Musikfestival statt, das draußen stattfindet und eine schöne Atmosphäre an den Flughafen bringt, wie man auf dem Bild sehen kann. Damit habe ich geschlossen und gebe direkt weiter an Dieter Frank. Dankeschön, Stefan Widrig. Guten Morgen miteinander von meiner Seite auch. Hätten wir diese Medienkonferenz vor 2 Wochen gehabt, dann hätte ich natürlich erzählt, dass es uns stolz gemacht hat, im 3. Quartal ein kleines Gewinn zu schreiben, dass die Grenzeröffnung mit den USA wieder große Hoffnung bringt und dass wir mit fast 94% geimpften Crews die Zukunft zuversichtlich sehen. Jetzt sind wir heute da und in den letzten 1,5 Wochen hat sich ziemlich viel verändert. Erste 5. Welle und dann über das Wochenende haben wir diese Einführung der Quarantäneliste wieder miterlebt. Darum bleibt es für uns ganz schwierig und Sie sehen hier auf diesem Chart, das ist eigentlich der genau gleiche Chart, die wir in die erste Hälfte von 2021 gezeigt habe, aber jetzt mit Omikron und Einführung der Quarantäneliste erwarten wir wieder eine Verschwächung vom Nachfrage und dementsprechend wieder eine Ajustierung unserer Kapazität im Markt. Schon erwähnt vorab, Grenzschließungen bringen nichts. Man kann diesen Virus nicht einfach an die Grenze halten und ein risikobasierter Ansatz und das in Kombination mit Testing sind die richtigen Instrumente, die wir brauchen, um auch das Luftverkehr weiterhin aufrechtzuerhalten. Was hat die Swiss dann gemacht, um sich an diese neue Situation anzupassen. Wir haben unsere Redimensionierung eingeführt in der ersten Halbjahr 2021. Weiterhin werden wir die Airline of Switzerland sein. Wir werden Zürich und die Schweiz verbinden weltweit mit einem 360-Grad-Netz und verstärken auch unsere Präsenz weiterhin in Genf. Wir behalten weiterhin unsere 2 Fluggesellschaften, Swiss mit 360 Grad Anbindung an der Welt und die Edelweiss, die im Freizeitverkehr sehr stark aktiv ist. Wir haben unsere Flotte mit -50% verkleinert, weil wir auf dem Zielbild 2023 ganz klar festgestellt haben, dass die Nachfrage mit -20% im Rückgang ist. Das hat dazu geführt, auch ein Kostenreduktionsprogramm instande zu setzen mit über 500 Millionen Kostenreduktion pro Jahr. Und das sind die Voraussetzungen für uns, für die Swiss, um wieder investitionsfähig zu sein und die Kredite rückzahlen zu können. Wir haben dabei über 6.000 Vollzeitstellen gesichert. Leider haben wir
auch abbauen müssen im Personalbestand, minus 1700 Vollzeitstellen. Über zwei Drittel von diesem Abbau ist über freiwillige Maßnahmen gelaufen, unter ein Drittel leider via Massenentlassungen. Aber diese Restrukturierung ist wichtig für Swiss, weil die sichert unsere Zukunft. Was läuft heute? Wir passen unsere Nachfrage, passen unsere Kapazität natürlich täglich, wochentlich, monatlich an diese neue Nachfrage. Und zum Glück haben wir ein sehr starkes Frachtgeschäft. Dieses starke Frachtgeschäft erlaubt uns, bis zu 80% unseres Langstreckennetzes in die Luft zu halten. Hätten wir gezweifelt im ersten Quartal 2021 an den Sinn und Zweck so einer Restrukturierung, glaube ich, dass es heute sehr klar und deutlich ist, warum das notwendig war für uns. Das Drehkreuz von Swiss war prägend vor der Pandemie und wird auch nach der Pandemie das Geschäftsmodell der Swiss bleiben. Das Drehkreuz sichert das überdurchschnittliche breite Langstreckenangebot von Swiss in Zürich. Und auch diese Krise ändert nichts an der Grundmechanik vom Drehkreuzbetrieb von Swiss. Wichtig für uns da sind möglichst lange Betriebszeiten und die Bedeutung der Tagesrandestunden für Langstreckenanbindungen. Die hohen Spitzenkapazitäten für Peaks erlauben eine effiziente, aber auch stabile und verspätungsarme Abwicklung vom hohen Verkehrsaufkommen. Der Ausbau unserer Infrastruktur für einen stabilen Betrieb ist wichtig. Und heute können wir sagen, dass in Zürich nicht in aller Wetterlage die gleich hohe stabile Kapazität angeboten werden kann. Beispiel bei Biesenlager haben wir eine Reduktion bis zu minus 40% Kapazität. Ein effizientes Verfahren am Boden und auch in der Luft ist sehr wichtig für die Swiss. Und lärmgünstig und das Vermeiden von Schadstoffemissionen und Erhöhen der Wirtschaftlichkeit sind da kritische Themen. Fazit ist, ein funktionierendes Drehkreuz ist Grundlage für die Nachhaltigkeit von Swiss. Nur dieses Modell erlaubt wirtschaftlich erfolgreichen Flugbetrieb im Interesse der Schweizer Wirtschaft und auch Gesellschaft. Und genau diese Nachhaltigkeit ist auch für Swiss ein Kernthema. Swiss hat sich ambitionierte Ziele gesetzt, sowohl am Boden als in der Luft. Beim Flugbetrieb haben wir das Ziel von einer 50%igen Reduktion der Nettoemissionen im Jahr 2030 und ein CO2-neutrales Luftverkehr bis im Jahr 2050. Beim Bodenbetrieb setzen wir auf Nutzung von 100% Ökostrom seit 2019 und auch das CO2-neutrale Mobilität bis 2030 ist Top-Priorität. Als drittes Thema haben wir das Waste Management bis 2025. Wir möchten da 50% weniger Lebensmittel abfällen. Wir haben ein Projekt gestartet, auch in Genf, diesbezüglich mit Too Good To Go. Und das unterstützt auch diese Ziele zu erreichen. 100% nachhaltige Verpackungen bis 2025 und auch 100% recycelbare Materialien an Bord. Unbedingt höchste Priorität sind für uns moderne, treibstoffeffizientere Flugzeuge und operationelle Optimierungen. Sie sind der schnellste Weg, um Emissionen zu reduzieren. Dedizierte Teams der Swiss treiben die kontinuierliche Optimierung des Flugbetriebs voran und engagieren sich in nationalen, aber auch internationalen Projekten zur Verbesserung des Air Traffic Managements. Der Schlüssel für CO2-neutrales Fliegen sind nachhaltige Treibstoffe, sogenannte Sustainable Aviation Fuels oder SAF.
und auch ein Instrument für CO2-Kompensation ist sehr wichtig und zentral für uns weiterhin. Swiss hat sich auch die Science-Based Targets-Initiative angeschlossen, um unsere CO2-Reduktionspfad mit dem Pariser Klimaabkommen und der Vereinten Nationen im Einklang zu bringen. Luftverkehr wird in den nächsten Jahren vom flüssigen Treibstoff weiterhin abhängig sein. Die aktuellen Flugzeugmodelle werden in den Luftverkehr, insbesondere auf der Langstrecke, weiterhin 40 Jahre aktiv sein. Aus diesem Grund kommt der Markteinführung von nachhaltigen alternativen Treibstoff, SAF, eine herausragende Bedeutung zu. SAF können mit der bestehenden Infrastruktur, Flugzeuge, Flughäfen, Treibstoffversorgung genutzt werden, im Gegensatz zu Wasserstoffflugzeugen, welche einen komplett neuen Ausbau der Infrastruktur bedürft. Swiss setzt sich im Verbund innerhalb der Lufthansa-Gruppe auch für dessen Entwicklung und Markteinführung ein. Die Lufthansa-Gruppe ist Partnerin der ersten kommerziellen Power-to-Liquid-Anlage weltweit, die Anfang Oktober 2021 in Deutschland in Wertle in Betrieb genommen wurde. Die Anlage, die im ersten Quartal 2022 den vollen Betrieb aufnehmen soll, produziert aus Wasser, CO2 und erneuerbaren Strom von Windrädern SAF. 2021 wird die Lufthansa-Gruppe 11.000 Tonnen SAF nutzen und damit ist die Lufthansa-Gruppe führend in Europa betreffend Abnahme von Sustainable Fuel. In den nächsten Jahren werden weiterhin über 250 Millionen US-Dollar investiert in SAF und damit setzen wir auch ein ganz wichtiges Marktsignal und wichtig dabei ist sicher die Marktproduktion weiter anzukurbeln. Die Erreichung der Klimaziele natürlich fordert massive Investitionen und stellt den Luftverkehr vor bedeutende Herausforderungen. Sustainable Aviation Fuels sind für diese Zielerreichung essentiell. Die Branche wird in den nächsten 40 Jahren weiter auf flüssigen Treibstoff angewiesen sein. Die SAF-Produktion ist leider in einer frühen Anfangsphase. Und wenn man den gesamten Weltmarkt anschaut, sind derzeit weniger als 0,5% des Industriebedarfs verfügbar. Die Markteinführung vom SAF erfordert politischen Support und internationale koordinierte Fördereinsätze. Wir brauchen da wirklich eine enge Zusammenarbeit zwischen der Luftverkehrsbranche, Entschuldigung, Politik und Wissenschaft, sowie im Bereich der Produktion von alternativen Treibstoff und neue Technologien ist zwingend notwendig. Die Schweiz hat eine gute Ausgangslage bei der Markteinführung vom SAF, um da wirklich eine leitende und führende Rolle zu übernehmen. Wir haben zwei ganz wichtige Unternehmen auch in der Schweiz mit Synhelion und Climeworks, das sind zwei Spin-offs und Start-ups vom ETH und auch die Swiss ist in engem Kontakt mit Synhelion und Climeworks, um eine enge Zusammenarbeit weiter auszuarbeiten. Bei der Einführung einer Schweizer SAF-Quote müssen nachfolgende Grundsätze gelten. Internationale Anschlussfähigkeit, Vermeidung von Carbon Leakage und am Schluss Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit des Luftverkehrsstandorts und Ermöglichung nachfragegerechter Mobilität. Damit möchte ich meinen Teil schließen. Herzlichen Dank und gebe ich das Wort gerne weiter an Frau Regierungsrätin Balker-Spee. Ja, vielen Dank den beiden Referenten. Meine Damen und Herren, Sie haben es gehört.
Der Flughafen Zürich ist als internationaler Verkehrsknotenpunkt ein bedeutender Wirtschaftsfaktor und Standortfaktor für unseren Kanton Zürich, aber für die ganze Schweiz, und zwar sowohl was den Personenverkehr anbelangt, als auch für den Warenverkehr, sprich Fracht, wie es genannt wurde. Vor allem für den Städte- und Geschäftstourismus spielt der Flughafen Zürich eine bedeutende Rolle. Im Kanton Zürich zum Beispiel geht jede dritte Hotelankunft auf den Flughafen Zürich zurück. Und diese hohe Wertschöpfung, die der Flughafen Zürich und die Schweiz bringt, hat sich in der Pandemie auch in harten Zahlen widerspiegelt. Im Kanton Zürich ist das BIP im Jahr 2020 um 2,7% geschrumpft und damit um 0,3% stärker als im Durchschnitt der übrigen Schweiz. Auch für den Außenhandel ist der Flughafen wichtig. Gemessen am Wert von Sendungen ist die Luftfracht mit einem Exportanteil von rund 50% der wichtigste Transportträger für die Schweiz. Vor allem bei Sendungen oder Lieferungen von wertvollen, dringenden oder verderblichen Waren, wie zum Beispiel auch Medikamente, wird auf den Transport per Luftfracht gesetzt. Ich möchte in diesem Zusammenhang daran erinnern, dass der Flughafen gerade auch in der ersten Phase der Pandemie, nachdem wir ja anfangs schwere globale Lieferketten hatten, die unterbrochen wurden, dass der Flughafen Zürich eine wichtige Rolle für die Versorgung der Schweiz übernommen hat, mit Masken, mit Beatmungsgeräten und weiteren für die Schweiz wichtigen medizinischen Gütern. Und wenn jetzt also Stimmen laut werden, die meinen, ja, es geht ja auch ohne den Flughafen oder es geht auch mit viel weniger Flugverkehr. Ich denke, da hat gerade auch Covid gezeigt, dass dies definitiv zu kurz greift. Aber es ist auch klar, der Tourismus der Zukunft, der muss auch nachhaltiger werden. Und dem Regierungsrat des Kantons Zürich ist dies ein Anliegen, weshalb er auch das Postulat, das in diese Richtung zielt, aus dem Kantonsrat entgegengenommen hat. Es verlangt, dass der Tourismus im Kanton Zürich noch stärker auf die drei Dimensionen sozial, ökologisch und ökonomisch ausgerichtet wird. Und sowohl bei der Hinreise wie bei der Rückreise. Also die Frage stellt sich, für welche Distanzen und für welche Art von Reisen nehmen wir in Zukunft das Flugzeug? Wann nehmen wir den Zug? Kann eine Geschäftsreise auch virtuell stattfinden oder möchte man sich, dann muss man sich vor Ort treffen? Wir werden uns diesen Diskussionen und Fragen stellen, auch zusammen mit unseren Partnern. Und wir werden auch die Bemühungen im Bereich des Lärmschutzes von unseren Partnern weiter vorantreiben. Ich bin als Volkswirtschaftsdirektorin und Flughafenministerin, wie man so schön sagt, beruhigt, das kann ich sagen, wenn ich höre von der Swiss, dass auch an der Flottenerneuerungsstrategie nicht gerüttelt wird, dass man daran festhält. Auch im Bereich der nachhaltigen Betankung, dass man hier eine Vorreiterrolle einnehmen wird, das sind gute Nachrichten für mich. Und ich danke Ihnen beiden, also Ihnen, Dieter Frank und Stefan Widrig, und den entsprechenden Unternehmungen auch für die gute Zusammenarbeit in äußerst schwierigen Zeiten. Damit hätte ich unsere Ausführungen geschlossen und wir möchten Ihnen nun Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Wer möchte das Eis brechen? Wir haben Ihnen ja jetzt ein umfangreiches Paket präsentiert. Wenn wir so klar waren, jetzt Herr Schnäbeli, bitte. Mich interessiert, welche Priorität die für den Flughafen die Pistenverlängerung hat. Hat sie noch Priorität oder ist man da irgendwie, ist das nicht mehr nötig jetzt oder wie sieht das aus? Die Pistenverlängerung, die hat ja schon eine 10- bis 15-jährige Planungszeit hinter sich, nimmt jetzt den politischen Weg, hat nachher noch einen gerichtlichen Weg und muss dann noch realisiert werden. Also ich sage, das ist ein Projekt, das eine Generation plant und für die künftigen Generationen. Und es ist auch kein Kapazitäts-,
getriebenes Projekt, sondern es erhöht die Robustheit des Systems, gerade zu den Zeiten, es betrifft ja nur den Ostanflug, zu den Zeiten, wo wir verspätungsmäßig besonders sensibel sind, dass wir das auch pünktlich abwickeln können am Abend. Und von daher sehen wir jetzt keinen Grund, wieso aufgrund der Aktualität an diesem doch sehr, sehr langfristigen Projekt und den Grundprinzipien der Robustheit des Systems etwas geändert werden sollte. Auf wann rechnen Sie dann denn mit der verlängerten Piste? Das ist sehr schwierig zu prophezeien, weil nach dem politischen Prozess ja dann auch noch jede Gemeinde und jede einzelne Person den Rechtsweg beschreiten kann. Das wird sicher noch eine lange Zeit dauern. Ich möchte das noch ergänzen. Die Grundlage ist ja im Sicherheitsbericht des Bundesrates verankert, wo ja der Flughafen aufgefordert worden ist, diese Maßnahmen zu ergreifen im Zusammenhang mit dem komplizierten Pistenkreuz. Und das hat mit Covid in diesem Sinn einfach nichts zu tun. Haben Sie weitere Fragen? Ja, bitte. Also die erwähnte Pistenverlängerung, hat die positive Auswirkung auf den ZFI? Oder können Sie auch verstehen, dass gerade in der Flughafenregion Leute vielleicht sich Sorgen machen, dass der Verkehr zunimmt und damit auch wieder der Lärm für die Leute da zunimmt? Also ich kann Ihnen dazu sagen, das hat positive Auswirkungen, das muss positive Auswirkungen haben, weil wir damit einen stabileren Betrieb erreichen. Und ein stabilerer Betrieb ist weniger verspätungsanfällig. Das heißt, mit den Pistenverlängerungen würden wir die Verspätungssituation nochmals verbessern können, dank mehr Stabilität und Sicherheit natürlich. Ja. Entschuldigung, ja bitte. Ja, ich habe was an Herrn Franks, Nicola Imfeld von der Zeitung Blick. Südafrika, die Flüge, fliegen Sie da weiterhin hin? Haben Sie weiterhin eine Ausnahmegenehmigung? Genau, wir binden weiterhin die Schweiz mit Südafrika an. Ist das Ihre Frage beantwortet? Ja. Gut. Vielen Dank. Wenn ich jetzt keine Fragestellenden mehr sehe, dann stehen wir Ihnen selbstverständlich alle drei jetzt noch für individuelle Gespräche zur Verfügung. Damit wäre die Medienkonferenz geschlossen. Vielen Dank fürs Interesse.